Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema Autodesk BIM 360, effiziente Zusammenarbeit für erfolgreiche Bauprojekte. Mein Name ist Michael Hess. Ich arbeite seit etwas mehr als 3 Jahren bei der COMPAREX AG und bin für den Hersteller Autodesk innerhalb Deutschlands im Innenvertrieb verantwortlich. Ein paar kleine Informationen unsererseits zum heutigen Webinar. Wie Sie bereits gelesen haben, wird das Webinar für Sie aufgezeichnet, sodass Sie das später gerne an Ihre Kollegen weiterleiten können oder später abrufen können. Eine große Fragerunde ist am Ende des Webinars geplant. Also Sie haben ja eine integrierte Chat-Funktion. Da können Sie Ihre Fragen gerne uns zukommen lassen. Und sobald es die Situation zulässt, werden wir diese zeitnah beantworten. Ja, zum eigentlichen Thema. Das Thema BIM wird für uns sowie auch für Sie ein unausweichliches Thema werden. Doch wofür steht eigentlich BIM? Und was ist damit gemeint? Naja, BIM heißt Building Information Modeling und beschreibt eine effiziente und optimierte Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Bauwerken mit Hilfe von Software. Und hier kommt natürlich Autodesk ins Spiel mit seiner Produktpalette BIM 360. Ja, ich freue mich sehr, heute Herrn Erik Sander von unserer Distribution Tech Data begrüßen zu können, der Ihnen heute einen Überblick zu diesem interessanten und sehr informativen Thema geben wird. Ja, da würde ich sagen, Herr Sander, it's your turn. Ja, schönen Tag aus München. Mein Name ist Erik Sander von der TechData, von der Datec, von der Distribution von Autodesk, und ich möchte Ihnen heute einen Überblick geben über das BIM 360-Portfolio von Autodesk und darauf einzelne Lösungen etwas genauer eingehen, andere nur am Rande anschneiden, die wir aber gerne auch in weiterführenden Webinaren sehr vertiefen, weil wir werden sehen, dass es ein sehr komplexes Thema ist, das in alle Richtungen geht und das man gar nicht so leicht in 45 Minuten abhandeln kann. Deswegen möchte ich Ihnen zunächst eine kleine Einleitung geben, wie sich die Bauwelt verändert hat und mit welchen Anforderungen wir es heutzutage zu tun haben. Dann gebe ich einen Überblick insgesamt über das Produktportfolio, das BIM 360-Produktportfolio von Autodesk, und gehe auf die beiden Lösungen BIM 360 Layout und BIM 360 Plan noch etwas genauer ein. Ganz kurz noch zu meiner Person. Ich bin von der Ausbildung her Diplom-Ingenieur für Raumplanung und habe dann mehrere Jahre im GIS-Bereich gearbeitet und bin jetzt auch schon seit über 8 Jahren bei TechData als Technical Sales. Ja, effiziente Zusammenarbeit in Bauprojekten. Was bedeutet das und warum ist es wichtig? Wir haben im Prinzip zwei wesentliche Punkte, die sich stark verändert haben und die dort eine Rolle spielen. Zunächst einmal von der Projektseite her ist es so, dass die Bauwelt sich sehr stark verändert hat und dass die Anforderungen an die Auftragnehmer, Auftraggeber sich auch stark verändern. Wir haben zum einen damit zu tun, dass Einzelaufträge vergeben werden. Es werden aber auch Aufträge vergeben für einen Schlüsselfertigbau an einen Auftragnehmer. Und dabei spielt eine große Rolle, dass die Baumaßnahmen sehr komplex sind und es sich um sehr komplexe Betreibermodelle handelt. Und diese Daten, die dort verwendet werden in dem gesamten Bauprozess, die sollen den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks auch abbilden. Also von der Planung, von der ersten Idee sozusagen, über den Entwurf, die Vollendung des Bauwerks dann in die Betriebsphase und schließlich hinterher dann eventuell auch in die Erstandshaltungsphase und in die Abbruchphase. Dabei ist wichtig, dass wir ja sehr komplexe Gebäude und Infrastrukturmodelle haben, die von verschiedenen Beteiligten erstellt werden. Und deswegen ist auch die Zusammenarbeit dieser unterschiedlichen Beteiligten, der Unternehmer, der Subunternehmer, ist dabei sehr wichtig. Und wie ich gesagt habe, ist es wichtig, dass wir ein Modell haben, eine Datenbasis haben, die wir benutzen können über die verschiedenen Projektphasen hinweg. Ja, Connected BIM. Warum ist es wirklich wichtig, zusammenzuarbeiten und wie hängt das Ganze zusammen? Alle Bauprojekte sind letztendlich ein Unikat, also sind einzigartig. Kein Bauprojekt ist wie das andere. Und deswegen ist auch die Konstellation und die Zusammenführung, das Zusammenspiel der Firmen einzigartig und die Beteiligten, die zusammenarbeiten.
Und genauso die Verträge, die für die Bauabschlüsse und den Bauablauf gemacht werden müssen. All das ist sehr speziell und richtet sich genau nach dem einzelnen Projekt. Außerdem ist es wichtig zu beachten, dass die Projekte über einen bestimmten Zeitraum gehen. Jedes Projekt ist eigentlich zeitlich begrenzt. Es kann über mehrere Jahre gehen, aber es kann auch über wenige Wochen vielleicht noch gehen. Und insgesamt bedeutet das, dass sehr hohe Anforderungen an die Zusammenarbeit bestehen, sei es an die Architekten, sei es an die Ingenieure, an die Tragwerksplaner, an die Tiefbauplaner. Und auch wenn es versucht, mit dem BIM 360-Portfolio, mit einem gesamten Lösungsportfolio, dort Ihnen ja, Lösungen, Mittel, Werkzeuge bereitzustellen, wie Sie so einen Ablauf und die Zusammenarbeit von Ihren Bauprojekten optimal gestalten können. Und wie ich gesagt habe, ist dabei auch wichtig zu beachten und eine Herausforderung, dass wir mit diesem Lösungsportfolio die Bauprojekte über den gesamten Lebenszyklus betrachten. Und dabei ist halt als Schlagwort zu nennen die Planungsphase, die Bauphase und die Betreibungsphase. Vieles, was jetzt entwickelt wird und was sich in der Entwicklungsphase befindet und im Prinzip in der Zukunft genutzt werden wird, ist heutzutage eigentlich auch schon da, wird nur in unterschiedlicher Art und Weise genutzt. Beispielsweise nutzen wir natürlich schon das Internet. Wir nutzen es bloß beispielsweise nicht so auf der Baustelle, wie es vielleicht sinnvoll wäre, um optimale Bauprozesse auch zu gewährleisten. Wir benutzen natürlich auch ein Telefon oder ein Tablet, vielleicht mehr im privaten Bereich. Aber all diese Möglichkeiten, diese technischen Voraussetzungen können wir auch geschickt auf der Baustelle in einem Bauprozess einsetzen. Dabei spielen natürlich auch Roboter eine Rolle. Es spielen Drohnen eine Rolle, Drohnenbefiegung für die Massendatenerfassung, um aus Befiegungsdaten beispielsweise Gelände zu erstellen, aus klassifizierten Punktwolken bestimmte Objekte heraus zu extrahieren. All das ist in Ansätzen eigentlich da oder als isolierte Lösung ist es da, aber es ist noch nicht so richtig zusammen, das Spiel. Und darum geht es eigentlich, dass wir daran denken, diese Lösungen, diese Teillösungen, diese Aspekte zusammenzuführen. Und hier sehen wir sehr schön, wie wir bisher eigentlich zusammen, wie wir bisher arbeiten. Also ich auch teilweise schon zusammenarbeiten, aber vielleicht nicht optimal zusammenarbeiten. Primär sitzen wir halt eher isoliert vor unserem Rechner und Computer und erledigen unsere Arbeit auf einer fest installierten Software, die wir gekauft haben, die wir installiert haben. Dazu müssen wir natürlich eine Hardware auch haben, einen Computer haben, der regelmäßig zu warten ist und entsprechend auch zu erneuern ist. Damit haben wir eine gewisse Voraussetzung halt, um Projekte zu realisieren und mit anderen Leuten auch zusammenzuarbeiten, indem wir ja eigentlich einzelne Files, einzelne Dateien erzeugen, die wir beispielsweise per E-Mail oder auch über einen Server vielleicht an andere Projektbeteiligte weitergeben. Bei diesem Prozess können aber viele Informationen verloren gehen, weil viele Dateien erzeugt werden, wo sie am Ende dann keiner mehr richtig zuordnen kann. Gerade dann, wenn die Prozesse viel komplexer werden und man hinterher es gar nicht mehr so richtig handeln kann. Deswegen entsteht jetzt nach und nach so ein Gefühl bei großen Planungsprojekten der Unsicherheit. Und ist ein Umdenken erforderlich. Deswegen versuchen die Bundesregierung und auch andere Länder natürlich, die ein bisschen weiter sind als in Deutschland, die BIM-Methode, wir sprechen davon einer BIM-Methodik, einer Arbeitsweise, BIM ist keine Software, das ist ganz wichtig, die nach und nach einzuführen bzw. zu implementieren und dort die Voraussetzungen zu schaffen, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass alle Projekte in der Zukunft auch nach BIM-Standards erfolgen können. Und Autodesk unterstützt dabei mit seinem Produktportfolio, dass wir die Projektdaten digitalisieren können und dass wir besser zusammenarbeiten können und dabei die Arbeitsabläufe automatisieren können und auch die Datenprozesse, die wir haben und die Überprüfungsprozesse, die Abläufe, dass die auch kontinuierlich verbessert werden. Und dass dabei entsprechende Risikofaktoren, beispielsweise wie die Zeit oder auch das Budget, die Qualität, die Sicherheit der Daten, dass all das Step by Step und kontinuierlich überprüft werden kann.
Autodesk hat jetzt als Konzept der BIM 360 Lösungen, was wir halt als Gesamtlösungsportfolio sehen. Und wir sehen sehr schön, im Mittelpunkt stehen zunächst einmal die Projektdaten. Ein riesiges Datenpool, und um dieses Datenpool sozusagen rum greifen sich die Leute, die sich in unterschiedlichen Projektphasen befinden, die unterschiedliche Aufgaben haben, die unterschiedliche Planungsträger sind oder Auftragnehmer sind, greifen alle auf dieses eine selbe Datenprojekt zu und haben für jederzeit an jedem Ort die gleichen Informationen und können die Daten auch austauschen entsprechend und wissen halt, wer die Daten verändert hat, wer sie erstellt hat, ob sie aktuell sind, warum Daten verändert worden sind. Und je nach Aufgabe gibt es halt die Möglichkeit, Daten natürlich zu überprüfen, wie wir später auch sehen werden, auch mit den mobilen Lösungen, mit einem Tablet beispielsweise vor Ort, um direkt vor Ort auf der Baustelle zu überprüfen, ob auch so gebaut worden ist, wie geplant worden ist oder ob entsprechende Baufehler eventuell vorliegen. Dazu haben wir jetzt ein ganzes Produktportfolio von Autodesk, was ich Ihnen jetzt in den kommenden Minuten noch nach und nach vorstellen möchte. Die BIM 360 Produktfamilie setzt sich so zusammen, dass sie für die verschiedenen Bau- und Betriebsphasen eingesetzt werden kann. Dabei haben wir zunächst einmal die Entwurfs-, die Planungsphase und dann ganz zentral in der Mitte die Bauvorphase, die Bauausführung und die Bauübernahme. Und das ist eigentlich auch der Zielbereich vom BIM 360. Anschließend kommt auch noch das Facility Management dazu, was so als Randbereich hier zu sehen ist. Wir sehen hier die drei Hauptphasen, die Planungsphase, die Ausführungsphase und die Betriebsphase, und sehen dann, wie sich die verschiedenen BIM 360 Lösungen von Autodesk diesen einzelnen Phasen zuordnen lassen. Wir haben zunächst einmal das BIM 360 Docs, was man auch als Common Data Environment, also gemeinsame Datenbasis bezeichnet, was wir vorhin auch bei dem Kreisel in der Mitte der Folie gesehen haben. Und dieses Docs, diese Dokumentverwaltung, kann halt über alle Planungsphasen verwendet werden. Die anderen Lösungen, ja, sind, kann man nicht ganz scharfe Grenzen ziehen zwischen den einzelnen Planungsphasen, aber zumindest sagen, dass das Glue beispielsweise primär für die Planungsphase genutzt wird, weil es zum Beispiel dafür da ist, um Kollisionen zwischen verschiedenen Bauwerken, zwischen verschiedenen Planungen zu ermitteln und zu überprüfen und entsprechend dann zu korrigieren. Das BIM 360 Layout ist eigentlich ganz klar für die Ausführungsplanung gedacht, weil es ermöglicht, direkt auf der Baustelle vor Ort zu überprüfen, mit Hilfe auch eines iPads, ob es Abweichungen gibt zwischen der Planung und dem Bau. Das BIM 360 Plan ist wiederum über verschiedene Phasen natürlich einsetzbar, die Ausführungsphase und die Betriebsphase. Und es richtet sich, ja, es geht ja hier um Zeitplanung und um Verteilung von Aufgaben, die über die reine Ausführungsphase auch hinweggehen. Also auch um den Betrieb, wenn das Bauwerk entsprechend fertig ist. Das Field, BIM 360 Field, ist eng verbunden auch mit der Ausführungsplanung, aber auch zur Überwachung hinterher in der Betriebsphase. Genauso wie das Building Ops. Diese verschiedenen Lösungen verbinden halt das komplette Bauprojektteam über verschiedene Planungsphasen während des gesamten Lebenszyklus eines Projektes. Ich komme jetzt zu den einzelnen Lösungen, beziehungsweise ich möchte Ihnen erklären, wie sich die einzelnen Lösungen der BIM 360 Produktfamilie zusammensetzen. Zunächst haben wir als übergeordnete Verwaltungsplattform das BIM 360 Enterprise. Das ist im Prinzip die Plattform, wo Sie Ihre einzelnen BIM 360 Lösungen verwalten können und zuweisen können. Also hier sieht man das BIM 360 Docs, das Field, das Glue, das Plant, wird entsprechend Ihren Mitgliedern, Ihren Mitarbeitern zugewiesen. Sie haben also eine Art Grenzverwaltung dort. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, im BIM 360 Enterprise alle Projektmitglieder anzulegen. Sie können verschiedene Rechte natürlich vergeben,
Sie können hier die Firmen und auch Subunternehmer, alle Projektbeteiligten können hier nach Firmen auch angelegt werden. Es können entsprechende Aufgaben dort dann zugewiesen werden, ob beispielsweise bestimmte Personen Daten nur sehen dürfen oder auch verändern dürfen. Und sehen jetzt hier einfach als Übersicht grafisch dargestellt, wie viele aktive Mitglieder man hat, wie viele Firmen entsprechend angelegt worden sind und in welchen Bereichen diese Firmen sind. Da haben wir das BIM 360 Team, was sehr eng auch mit dem Autodesk Revit für den Hochbaubereich verknüpft ist. Und das ist im Prinzip die Lösung für den für die allgemeine Zusammenarbeit im Hochbaubereich. Es ist jemals was A360-Team und es gewährleistet halt den Datenaustausch bei Architekturprodukten. Wir haben dort einen sehr leistungsfähigen integrierten Viewer, den sogenannten A360 Viewer, mit dem Sie dort betrachten können. Sie können die Modelle betrachten können, muss man vielmehr sagen, und diese Modelle dann auch entsprechend überprüfen können. Sie können messen, Sie können kommentieren, Sie können sich bestimmte Eigenschaften abrufen und diese natürlich auch kommentieren, sodass Sie auch allen anderen Projektbeteiligten jederzeit zur Verfügung stehen. Also insgesamt kann man sagen, dass das Team sehr eng mit dem Collaboration for Revit auch zusammenarbeitet. Deswegen habe ich es hier nochmal aufgeführt. Das ist die spezielle Cloud-Lösung, wie man will, für das Autodesk Revit. Und hier geht es wirklich darum, dass man projektbezogen kommunizieren kann und Veränderungen, bauliche Veränderungen an einzelnen Gewerken jederzeit auch nachvollziehen kann. Wir sehen es hier auf der rechten Seite einfach mal aufgeführt. Das sind verschiedene Projektteams, die über verschiedene Standorte verteilt sind, in München und Nürnberg, an einem gemeinsamen Modell arbeiten, an einer Revit-Zentraldatei arbeiten, welche sich in der Cloud befindet. Deswegen handelt es hierbei auch um eine einheitliche Datenablage. Wir haben es natürlich auch mit einer Versionierung zu tun. Wir wissen also, wann welche Datei genau geändert worden ist und können durch Kommentare und Änderungen auch nachverfolgen, warum bestimmte Dateien verändert worden sind. Deswegen haben wir es mit einem durchgehenden Dokument- und Datenfluss zu tun. Freigabeprozesse unterstützen uns dabei und wir können jederzeit nach bestimmten Dateien und Inhalten auch suchen. Das BIM 360 Glue als nächste Lösung ist im Prinzip das Navisworks in der Cloud. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen schon von Navisworks gehört, was das Werkzeug ist, um Kollisionsanalysen durchzuführen, um Zeitablaufplanung zu machen und um verschiedenste Daten, egal wo sie herkommen, auch zusammenzuführen. Primär geht es beim Glue um die Zusammenarbeit, die Bauüberprüfung und das Kollisionsmanagement. Hier einfach mal als kleines Schaubild dargestellt, eine klassische Planung, die vorkommen kann und nur mit einem, eigentlich kann man solche Fehler, solche Konstellationen nur mit einem 3D-Modell wirklich sehen. In einem 2D-Plan wird sowas sehr, sehr schwer sein zu sehen, um herauszufinden, wo möglicherweise Fehler sind oder Kollisionen, in dem Fall jetzt zwischen hier Leitungen und Rohren bestehen und diese entsprechend dann auch ordnungsgemäß dann zu beheben. Ja, das BIM 360 Glue, eigentlich wie alle 360 Lösungen, kann über 50 Dateiformate verarbeiten. Das heißt, sie sind komplett unabhängig von den einzelnen Autodesk-Dateiformaten. Sie können Punktwolken, Sie können Intergraph-Daten, Aweba-Daten, SketchUp-Daten, Microstation-Daten, egal wer welche Daten erzeugt, in Ihrem Planungsteam oder in Ihrer Planungsagglomeration, egal welche Daten Sie bekommen, Sie können die zusammenführen in einem einheitlichen Modell, in einer einheitlichen Datenbasis und dort entsprechend dann auch überprüfen. Hier ist einfach mal aufgeführt, wie dieser Prozess aussehen kann. Wir sehen also auf der linken Seite der Bauleiter und Architekt entsprechend Modelle erstellen und auf der rechten Seite sehen wir den Stahlbauer, die entsprechend auch Daten zusammenstellen. Und diese verschiedenen Daten werden zu einem gemeinsamen Modell zusammengefügt, das wiederum in der Cloud liegt. Und der Projektmanager unten links oder auch der Projektconsultant kann sich jederzeit die Informationen aus diesem gemeinsamen Modell zahlreicher Gewerke herausziehen, dort
dort verschiedene Überprüfungen durchführen, Rückfragen stellen und das Ganze entsprechend dann weitergeben und so einen Bauprozess entsprechend gewährleisten. Wir sehen jetzt, dass hier Daten hochgeladen werden in das BIM 360, eigentlich ist die Datenbasis, das BIM 360 Docs als Grundlage für das BIM 360 Glue. Wir sehen hier verschiedene Gewerke, in dem Fall Revit-Dateien, die ich entsprechend filtern kann. Es sind Gewerke des Architekten, der Feuerwehr oder des Elektriker und des Tragwerksbauers. Und diese Modelle werden in einem Modell also zusammengeführt. Ich kann sie natürlich ein- und ausblenden. Ich kann nach bestimmten Eigenschaften und Gewerken suchen. Ich kann sehr schön im 3D-Modell hier navigieren und durch das Modell auch durchlaufen. Sie sehen jetzt hier, dass man eine Konfliktübersicht eigentlich hat. An welchen Stellen gibt es mögliche Konflikte, also Kollisionen zwischen verschiedenen Gewerken. So kann ich das Schritt für Schritt durchgehen, die einzelnen Gewerke miteinander kollidieren lassen und vergleichen, mir das Ganze natürlich auch farblich und grafisch anzeigen lassen. Ich kann Filter setzen, mir Einzelteile anzeigen lassen und dann entsprechend Informationen weitergeben, dass der entsprechende zuständige Mitarbeiter an den entsprechenden Bauteilen dann Korrekturen vornimmt. Letztendlich ist das BIM 360 Glue eine Cloud-Lösung im BIM 360 Lösungsportfolio zum Zusammenführen, Überprüfen und Besprechen von Modellen mit über 50 Dateiformaten. Wir haben Zugriff jederzeit und überall. Und es kann natürlich auch den verschiedenen Projektbeteiligten, denen können wir auch verschiedene Rechte geben, wie ich eingangs erwähnt habe. Dann haben wir das BIM 360 Field. Ist eigentlich die Lösung, um mit meiner Planung, mit meinem Modell auf die Baustelle zu gehen und dort beispielsweise Mängel zu erfassen, Checklisten zu erstellen, mit einem Bautagebuch zu arbeiten, Arbeitsaufträge an unterschiedliche Planungsbeteiligte zu verteilen und jederzeit natürlich auch auf alle Pläne und Dokumente Zugriff zu haben. Und beim BIM 360 Field habe ich zusätzlich auch eine Offline-Funktionalität. Das heißt, ich bin nicht unbedingt darauf angewiesen, überall Internetzugang zu haben. Also Field bei Baustelle. Ich gehe mit meinem Modell auf die Baustelle, um dort die Bauüberwachung letztendlich durchzuführen. Und das schauen wir uns gleich auch mal an. Zunächst einmal jetzt hier eine Übersicht über die die Ansicht, die Hauptansicht von BIM 360 Field. Dort sehe ich auch, dass in dem Fall hier zu einem, hier verschiedene Arbeitsaufträge, Aufgaben verteilt worden sind. Ich sehe die verschiedenen Firmen, ich sehe die verschiedenen Standorte, ich sehe, wer wann welche Aufgabe entsprechend zu erledigen hat. Nun sehen wir hier auch einfach mal live im Field Management drin und wollen einfach mal einen Mangel erstellen. Der Mangel kann nach verschiedenen Typen erstellt werden, er kann verschiedenen Personen, verschiedenen Rollen zugeordnet werden. Es kann bestimmt werden, wann der Mangel natürlich festgestellt worden ist und bis wann er zu beheben ist, wer dafür entsprechend verantwortlich ist und natürlich auch, wo dieser Mangel festgestellt worden ist. Diese Informationen erhält der zuständige Mitarbeiter dann direkt auf der Baustelle, auf dem iPhone, iPad oder Smartphone, wie auch immer, und hat die Möglichkeit, genau diese Mängel direkt vor Ort in der Realität zu überprüfen, entsprechend auch Fotos anzuhängen beispielsweise und diese dann in den ganzen Prozess mit einzugliedern und dann entsprechend auch die Mängel zu beheben und sein Planungsteam entsprechend auch zu benachrichtigen. Ein ganz kleiner Einblick da rein. Dann das BIM 360 Layout. Komme ich gleich genauer drauf. Hatte ich einfach eingangs gesagt, dass ich das BIM 360 Layout und das Plan etwas näher vorstelle. Und das möchte ich dann auch gleich machen. Das BIM 360 Docs ist, wie gesagt, die Datenbasis, die Common Data Environment. Ist jetzt, muss man auch sagen, noch ein Wandlungsprozess. Im Gange bei den ganzen BIM 360 Lösungen
Und dort kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, dass das BIM 360 Docs wirklich die Grundlage für alle BIM 360 Lösungen sein wird. Wir sehen hier die Oberfläche, sehen verschiedene Planungsteams aus der Architektur, der Elektrik und sehen vor allem jetzt hier, dass es um Planverwaltung geht. Planverwaltung ist natürlich wichtig, dass wir auch eine Versionsverwaltung dabei haben und dass wir die unterschiedlichen Versionen der Pläne miteinander vergleichen können. Das geschieht hier mit einem Regler und einer farblichen Einfärbung. Wir können in den Plänen jederzeit und überall können wir Kommentare reinsetzen, wir können Messungen vornehmen und so den Plan überprüfen und wenn wir Fehler feststellen, das an den zuständigen Mitarbeiter entsprechend weiterleiten. Wir haben natürlich die 3D-Ansicht, wir haben die 2D-Ansicht, sehen jederzeit, wo wir uns im Modell befinden, sehen auch, wo Änderungen durchgeführt worden sind, in welchem Gewerk, an welchen Bauteilen, wo ich mich befinde, können das Modell ähnlich wie im Revit hier natürlich nach verschiedenen Bauteilen filtern auch und uns die Stellen, die für uns interessant sind, entsprechend anzeigen lassen und so überprüfen, wo Änderungen durchgeführt worden sind, wo bestimmte Bauteile verändert worden sind. Das BIM 360 Docs ist also das zentralisierte System für die Dokumentenmanagementfunktion und unterstützt genauso wie das Glue und die anderen Lösungen auch eine Vielzahl an Dateiformaten, hat den 360 Viewer ebenso integriert. Wir haben hier eine volle Kontrolle und Zugriffsrichtung, Versionierung und natürlich auch Freigabe-Workflows. BIM 360 Layout. Hatte ich gesagt, gehe ich etwas genauer drauf ein. Das BIM 360 Layout ist in Verbindung zu setzen mit dem Point Layout. Das Point Layout ist eine integrierte Integration in die AutoCAD-basierten Lösungen, wie das AutoCAD, das Civil 3D, aber auch in das Navisworks. Und das Point Layout, da geht es darum, dass wir Punkte erfassen können, Punkte überprüfen können in unseren Gewerken, in unseren 2D-Zeichnungen letztendlich, also Vermessungspunkte. Und diese Informationen, diese Vermessungspunkte, senden wir mit Hilfe der Cloud an das BIM 360 Layout, was eigentlich eine iPad-App ist. Und mit Hilfe dieser iPad-App BIM 360 Layout können wir dann das Modell, was im Büro erstellt worden ist, können wir auf dem iPad anzeigen lassen. Das ist natürlich nicht nur eine 2D-Zeichnung, wie ich gesagt habe, sondern natürlich auch ein 3D-Modell und können direkt auf der Baustelle dann überprüfen, wo sich welche Punkte befinden. Und wir können vor allem auch, wenn wir eine Teilstation verwenden, auf der Baustelle direkt selber Punkte aufnehmen. Genau, darum geht es, Absteckpunkte automatisch zu erzeugen und direkt über das iPad in das Modell letztendlich einzuspeisen und dann dieses Vermessungsmodell, was wir auf der Baustelle erfasst haben, wieder ins Büro zu führen. Dabei haben wir eine drahtlose Verbindung mit Totalstationen, Topcon, Leica. Das ist eine Bluetooth-Verbindung und deswegen geht es hier um die Absteckung oder auf die Bestandsaufnahme. Und ich habe die Möglichkeit, mich jederzeit mit dem Quellmodell auch zu synchronisieren. Wie sieht der Prozess aus? Ich habe es gerade schon so ein bisschen angerissen. Ich habe hier im Office, im Büro, habe ich im Prinzip mein Modell, meinen Plan, im Idealfall ein 3D-Modell und erzeuge dort Punkte, Vermessungspunkte und die lade ich dann entsprechend nach BIM 360 Glue, was mit dem BIM 360 Layout dann verzahnt ist, aber sie benötigen für diesen Prozess das BIM 360 Glue. Und dort kann ich mir das Modell natürlich auch angucken. Ich kann, wie wir gesehen haben, bestimmte Gewerke miteinander vergleichen und ich kann nach bestimmten Informationen auch suchen. Und dieses Modell laden wir also auf unser iPad. Ich verbinde mich mit der Totalstation und sehe auf der Baustelle direkt, wo ich mich im Modell befinde. Und wenn ich mich dort in der Baustelle entsprechend bewege, sehe ich auch, wo ich mich im Modell entsprechend bewege. Im Moment gibt es volle Kompatibilität mit verschiedenen Teilstationen von Topcon und von Leica. Es gibt die Möglichkeit, sich mit WLAN zu verbinden oder halt mit Bluetooth. Je nach Modell der Totalstation ist beides möglich oder eins von beiden möglich. Und auch hier passiert sehr viel.
also offen, was die Hersteller betrifft. Und auch die Entwicklung geht hier rasant vor sich. BIM 360 Plan, das nächste Thema im Prinzip, ist die Lösung, um ja, Produktions- und Einsatzplanung nach der Lean-Methode zu erstellen, zu gewährleisten und letztendlich durchzuführen. Die Lean-Methode besagt, dass wir möglichst schlank planen wollen und möglichst wenig Abfallprodukte erzeugen wollen. Also unnötige Vorhaltung von Materialien soll vermieden werden, Wartezeiten sollen vermieden werden bei der Übergabe von bestimmten Gewerken und Aufgaben und die Überlappung von Tätigkeiten soll natürlich auch vermieden werden bzw. bestmöglich aufeinander abgestimmt werden. Und dazu soll das BIM 360 Plan dienen. Und dass wir auch dann ja, eine Anhäufung von vielen Aufgaben vor Ort bestmöglich auch koordinieren können. Und wir sehen es hier schon im Screenshot, einfach eine Übersicht, eine Zeitplanung im Prinzip von Aufgaben über die Dauer des Projektes hinweg und die Zuständigkeiten können hier genau abgefragt werden. Wir können ja, eine Kurzzeitplanung machen im Team, können sofortige Änderungen durchführen, haben natürlich auch für das BIM 360 Plan haben wir einen mobilen Zugang und wir können für jede Konstellation, für jede Fragestellung können wir umfangreiche Berichte ausgeben. Vorteil ist hier, dass wir eine höhere Produktivität haben, dass wir sehr zuverlässige Daten und Informationen haben und wie gesagt, die uns Lean-Methode zu nutzen machen und letztendlich dann auch den Erfolg von bestimmten Planungen und Projekten dann nachvollziehen können mit Hilfe von Berichten. Der Hintergrund dessen ist, dass wir bei der Produktionsplanung, oder was steckt dahinter? Dahinter steckt die Produktionsplanung und zunächst einmal erstellen wir einen Grobterminplan mit den wichtigsten Meilensteinen, den sogenannten Master Schedule. Dann kommt nach und nach der Feinterminplan, gegliedert nach den Projektphasen, also zum Beispiel nach dem Rohbau, nach dem Ausbau. Das sind sogenannte Roadblocks. Schließlich können diese Pläne dann unter Berücksichtigung der Machbarkeit erstellt werden, der sogenannte Look-Ahead-Plan. Und schließlich können daraus dann technische Einsatzpläne abgeleitet werden mit zugewiesenen Aufgaben. Und diese Aufgaben können jederzeit überprüft werden vom Projektmanager, vom Projektleiter, vom Bauleiter und eventuell können hier auch Anpassungen vorgenommen werden. Und so können, ja, so kann ein Missmanagement oder können Fehler in der Planung, Verzögerungen in der Planung können letztendlich frühzeitiger oder sollen frühzeitiger entdeckt werden können. Und die Folgen davon sollen gemindert werden. Es gibt verschiedene Aktivitätsprüftypen im BIM 360 Plan, die Sie vielleicht auch aus anderen Lösungen kennen. Wir haben es mit Standardaufgaben zu tun, wir haben es mit sogenannten Meilensteinen zu tun oder den Roadblocks, die ich erwähnt habe. Das sind die fix einzuhaltenden Termine, die unbedingt einzuhalten sind. Und letztendlich die Inspektion, die Abnahme. Und last but not least dann die Lieferung an den Auftragnehmer. Und all das kann hier abgebildet werden und entsprechend zugewiesen werden. Wir haben es mit verschiedenen Ansichten zu tun im BIM 360 Plan. Die Listenansicht, die Swimlane-Ansicht und die GenView-Ansicht. Hört sich jetzt sehr kompliziert an. Ich möchte an der Stelle jetzt auch gar nicht genauer eigentlich darauf eingehen. Wichtig ist zu wissen, dass Sie hier ein wertvolles Projektmanagement-Werkzeug haben, wo Sie all die Aufgaben ja, verfolgen können, zuweisen können an die Projektbeteiligten und vor allem auch die Aufgaben jederzeit auch überprüfen können, anpassen können. Und das Ganze durch Berichte dann entsprechend auch kontrollieren können. Ja, das war es im Prinzip von meiner Seite. Ich hatte erst Meine mal viele Frage, gibt es Fragen von Ihrer Seite?
Na, ich denke mal, es wird eine allgemeine Frage sein, auch von meiner Seite. Das ist ja jetzt eine komplette Cloud-Lösung, so wie ich das verstanden habe, ne? Da werden sich natürlich viele Leute fragen, wo liegen denn meine Daten? Können Sie da was sagen, Herr Sander? Also ich nehme mal Genau, an, ich möchte ja nicht in Amerika die liegen haben, Daten. zum Beispiel. Inzwischen ist es so, dass Autodesk zwei Server im Prinzip anbietet, also einmal Amerika und einmal in Europa. Und dort ist ein Server in Holland. Ich meine bei Amsterdam. Und man kann, wenn man Projekte erstellt, kann man einfach nur wählen, ob man den amerikanischen oder den europäischen Server im Prinzip wählt. Okay. Also in Deutschland gibt es im Moment jetzt noch keinen Standort, aber zumindest in Europa. Und Autodesk hat auch entsprechende Zertifikate, die die Datensicherheit gewährleistet. Ja, ansonsten, was mir noch einfallen würde, das ist ja, wie gesagt, schon eine Cloud-Variante. Deckt denn das so, kann man das vergleichen mit der AEC Collection oder brauchen wir noch ja, dedizierte Software noch dafür oder reicht es, nur das BIM 360 zu haben? Also brauche ich ein AutoCAD, um noch was zu erstellen oder ist es damit abgedeckt? Gut, für die, klar, für die Projekterstellung, für die reine Planung brauche ich natürlich ein Revit, brauche ein Civil. Klar, da brauche ich die Desktop-Lösung. Also es hängt davon ab, wer sozusagen an dem Projekt, wer die Lösung, wer danach fragt, ob es der Projektleiter ist, ob es der Planer ist, ob es der Designer ist, ob es derjenige ist, der die Projekte dann wartet, überprüft. Und je nach Rolle sozusagen desjenigen wird auch eine unterschiedliche Software oder eine Cloud-Lösung benötigt. Und der Planer, der klassische Architekt, wird nach wie vor seinen Revit benötigen. Und der Bauleiter oder der Projektmanager benötigt vielleicht nur einen Zugang zum BIM 360, um bestimmte Projekte dort zu überprüfen und Aufgaben beispielsweise zuzuweisen und zu kontrollieren. Ja. Können Sie eventuell noch was zur Lizenzierung sagen, wie das aufgebaut ist? Ja, bei Cloud-Themen ist es ja immer so eine Sache. Also bei den Desktop-Varianten haben wir ja. Zu was bitte zu? Zur Lizenzierung. Also wir haben bei den Desktop-Varianten haben wir ja Single-User, Multi-User. Wie ist denn das beim BIM 360? Ja, es ist ja ähnlich wie bei den Named-User-Lizenzen, die wir jetzt ja auch haben, auch das Umfeld. Wir leihen sozusagen eine bestimmte BIM 360-Lösung aus diesem Produktportfolio für eine bestimmte Zeit und können dann eine Lizenz einem bestimmten Mitarbeiter zuweisen. Das Okay. wird direkt über das BIM 360 Enterprise gemacht und dort werden den einzelnen Mitarbeitern entsprechend eine Lizenz zugewiesen. Und dann kann der eine Mitarbeiter kann beispielsweise das BIM 360 Docs als Lizenz bekommen und der nächste bekommt das Field und Glue. Also das kann variieren. Und je nachdem, wie viele Lizenzen die Firma dann geliehen hat, weil gekauft werden die Lizenzen ja nicht mehr, kann sie die Lizenzen auch entsprechend verteilen. Okay. Und nimmt User-Lizenzen. Also. Alles klar, sehr schön. Tja, also von meiner Seite keine weiteren Fragen, von unseren Gästen, unseren Teilnehmern auch keine Fragen. Ja, ich denke, wenn noch Fragen kommen sollten, kann das gerne an mich gerichtet werden. Kontaktdaten werden wir nochmal einblenden und ich würde das dann einfach an den Herrn Sander weiterreichen, falls ich da noch nichts weiter, weil ich Ihnen nicht helfen kann. Ansonsten würde ich Ihnen ein wunderschönes Bergfest wünschen. Vielen Dank nochmal, Herr Sander, dass Sie sich die Zeit genommen Gerne. haben für das tolle Webinar. Und ja, dann. Ein Hinweis vielleicht noch. Ich habe ja gesagt, dass es sehr komplexes Produktportfolio ist und dass ich nur viele Sachen auch vielleicht nur angerissen habe. Und wir bieten unsererseits auch weitere Webcasts an, wenn da Interesse ist, um in die eine oder andere BIM 360-Lösung auch vertieft einzusteigen. Genau. Das wird man auf jeden Fall aufnehmen. Ne? Ich denke, da wird schon Interesse da sein, dass wir das noch weiter vertiefen und dann machen wir das einfach nochmal. Genau. Ja, Genau, also. dann würde ich einfach sagen, dann verabschieden wir uns. Dann, wie gesagt, schönen Mittwoch wünsche ich Ihnen. Vielen lieben Dank nochmal fürs Zuhören und für Ihre Zeit und dann machen Sie es gut. Okay.
Vielen Dank, auf Wiedersehen. Tschüss.